Meine Frau stinkt nie aus dem Mund. Und das klingt total blöd, wenn man das so sagt, aber wenn das nie passiert, das kann dann wirklich okay. Verstehst du, wenn ich aufstehe, sitzt sie schon beim Frühstück und ist schon charmant und geschminkt und eloquent und die Zähne hat es putzt und der Kaffee ist fertig. Ist so. Naja, ist ja wurscht. Was tue ich sie da belästigen? Jetzt wird es schon kullern. Nein, aber sagen wir, man kann wirklich nicht sagen, dass sie dumm ist. Wirklich nicht. Sie ist mehr intelligent daneben. Verstehen Sie? Sie ist mehr so wie ein Seehund. Ein Seehund im Zirkus, wenn sie den einen Ball hinhauen, ne? Der schuft mit dem Ball, dann haben sie einen zweiten Ball, einen dritten Ball, der jongliert mit den Bälle. Dann haust du ihm einen Wiffi hin, schaut der Depper, so ungefähr ist sie. Hey, das ist aber nicht schlecht. Wie ein Seehund? Was? Das ist nicht schlecht. Warten Sie, Moment. So. Das schreibe ich jetzt in den Roman rein. So. Wie ein Seehund. Super. Mein Lieber. Mit mir spielt sich keiner mehr. Ja. Wenn einer deppert ist, kommt er gleich mal in den Roman rein. Ja, ich werde es sagen. Kommt alles rein, jede Strafmandat, alles. Herr Meister, Sie kommen auch rein, gell? Ja, wenn der Kostenvoranschlag so hoch ist, was? Nein, Herr Meister, war ein Scherzerl, gell? Nichts für ungut. War ein Scherzerl, gell? Ja. Aber sonst kommt alles rein, mein Lieber. Mir passiert nichts mehr, passiert alles nur meinem Roman. Herr Meister, meine Frau will mich verlassen, macht nichts, sind es 20 Seiten. Was ist gut? Naja, macht auch nichts, lass mich entscheiden. Glauben Sie an die wahre Liebe? Herr Meister? Naja, Sie, wenn ihr früh geheiratet habt, in Ihren Kreisen ist das so üblich, ne? Wieso hat man vor einer Frau, mit der man 5 Jahre zusammenlebt, auf einmal dieselben Geheimnisse wie vor seiner Mutter? Und wieso sagt die Frau dann nur mehr, mach die Tür zu, hast schon Zähne putzt, das hast aber gut gemacht und so. Bitte? Nein, zu mir sagt sie es. Ja, zu mir. Wir haben keine Kinder. Zu mir, ja.